Heute habe ich irgendwie richtig Bock, noch mehr Castlevania zu zocken. Gesagt, getan, geht's weiter mit Cypher. Cypher heißt er, genau. Nicht Cypher. Wie komme ich auf Cypher? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich da auf diesen Namen komme. Egal. Cypher Belnades ist eine Hexe, die Macht der Toten dazu nutzte, die Elemente zu kontrollieren, lebte in einer Zeit, als man Übergleiche fürchtete und verfolgte. Über ihresgleichen fürchtete und verfolgte. So, jetzt aber. Als man ihr den Schutz der Kirche gewährte, schwor Cypher die Macht des Bösen zu jagen und den Menschen zu helfen. Trotz der anderen andauernden Unterdrückung ihrer Schwestern. Als sie eines Tages alleine draußen arbeitete, kam ein Fremder heran. Aha, sie arbeitet da draußen. Hat sie den Garten gepflegt? So kam das jetzt gerade für mich rüber. Wenn ich gegen ihn nur meine Spezialattacke verliere, ist das mir auch egal. Weil der ist eh schwach im Vergleich zu anderen Gegnern. Ah, langsam kommt wieder rein ins Spiel. Der lispelt ganz schön. Ist mir mal gerade so aufgefallen. So, ja, der nächste Gegner bitte. Ach nö, nicht mehr Grant. Grant ist verdammt stark. Aha. Spezieller Attack von ihr kenne ich gar nicht mehr. Ui, aber sie ist verdammt stark. Und verdammt schnell im Vergleich der anderer Leute. Ich habe zu wenig zweite Spezialattacke verloren, aber ihn trotzdem noch besiegt. Story Kampf, ich weiß nicht gegen wen. Nee. Ach nö, nicht gegen so einen Belmont. Simon, würde ich sagen. Lol. Im Japanischen heißt die eigentlich Belmondo. Nicht Belmont. Ja, bin ich säure mit dir, Junge. Ja,
besiegt. Wie die beiden zueinander stehen, werden wir auch noch im Laufe des Spiels erfahren. Früher oder später. So kommt das bei der ehrlich gesagt rüber. Die nuschelt ganz schön. Jetzt kommt ein Storykampf, da bin ich mir aber sicher. ま、こんな姿で信じられないかもしれないが、俺は人間の味方だ。何をどう信じる？貴様らはそう言って近づく。そして裏切る。誤解だ。俺はそんなことはしない。憎むべき闇の生き物。我が力で滅びるがいい。 Also Colonel kann einem schon leid tun irgendwie. Ready. Fire! Wie schon gesagt, das machen wir auch noch alles später. Für alle, die Castlevania nicht kennen, die werden es noch erfahren, keine Sorge, es wird alles noch erklärt. Besiegt! Warum ist er denn eben so schwach gewesen? Eigentlich ist das einer der stärksten im ganzen Spiel, als Gegner zumindest. Wie ich mit ihm kämpfen kann, weiß ich nicht, das ist schon zu lange her. Von daher sind die Spiel, von daher ist das auch alles blind. Perfekt! Ah, Maria. Ich habe schon fast Kopfschmerzen bekommen. Nein. Spaß beiseite. Kriegt aber richtig hoffentlich was auf die Glocke, aber ich glaube nicht, dass ich sie einfach so besiegen kann. Was zur Hölle macht dieses Mädel hier? Die ist ja schlimm. Sorry. Ich bin der Meinung, man hätte es mit Pikachus Stimme synchronisieren sollen. Nein. Spaß beiseite. Ja. Gucken wir mal, das jetzt wieder funktioniert hier alles, wie es soll. Ach du Scheiße. Das verkackt jetzt definitiv. Ready. Fight! Wow, ich hab Chidori 1000 Vögel. Ich hasse zwar Naruto, aber ist mir trotzdem Begriff. Weiß ich auch, dass Neji das einsetzen kann. Och nö, nicht er schon wieder, egal. Verdammt. Oder auch nicht. Edge-Badge. Der Sieg. Der ist ja einfach. Nur mit Golem wird es sehr schwer. Das weiß ich jetzt schon. Also Benjamin kann ich noch nicht sagen. Aber Golem ist der Einzige, bei dem ich schon sagen kann, dass es verdammt hart wird. Mit dem zu gewinnen. Aber nun gut. Kann man nicht mehr. Ah, ne.
奴らを倒す力だけ。隠しても無駄よ。私にはわかる。何をどうせ示しても無駄なように。迫害を受けている魔女たちのためにも許すわけにはいかない。 Ja, zu Shenmue's Story weiß ich leider jetzt auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt richtig erklärt wird. Ja, der anderen auf jeden Fall mehr oder weniger. Ja, ist so gut wie erledigt, das Thema. Zumindest wenn es so weitergeht. Natürlich gilt wie bei allen anderen Spielen auch nicht spoilern. Das war's. Verloren. Oder auch nicht. Oh! Wie knapp war das denn? Krasse Sache auf jeden Fall schon mal. Alucard. Jetzt hat er mich aber erwischt, egal. Du warst schon mal besser, ja, du auch. Egal, jetzt kriegt er es auf die Fresse, aber richtig. Ich hab vergessen, dass ich unten ja auch noch Tasten hab. Na also. Spezialattacke gegen ihn schon mal eingesetzt. Danach muss ich mal sehen. Aber man merkt schon, dass Castlevania auch richtig krass in Richtung kleine Kinder und Mädchen gesetzt wurde. Aber das Charakterdesign B, die Vereinfachtheit, eine Spezialattacke einzusetzen. Ich meine, früher galt Castlevania mal als eines der härtesten Spiele noch, gilt es bis heute ja auch noch. Zumindest die ersten Teile noch. Ja, ich meine, ich setze mal einfach so eine Spezialattacke ein, ohne mir dabei großartig Mühe zu geben. Also jetzt von der Tastenkombination, ja, dass ich einen Knopf nicht drücken muss. Von daher. Wenn sie jemals eine richtige Vampirjägerin gewesen wäre. Golem. Irgendwie kann er einem ja schon leid tun. Mal wenn er so weiterkämpft, ist er eh gleich K.O. Und da kann er ihm noch mehr leid tun. Er ist immer schon der vorletzte Gegner.
Boah, er muss ja so kotzen. Na, also besiegt. Boah, den kann man ja weiterschlagen. Der letzte Gegner ist bestimmt Dracula oder der andere Vogel. Trevor Belmont, einer von beiden ist auf jeden Fall, aber ich glaube Dracula müsste es sein. Ich hoffe mal aber nicht. Der ist schwerer. Ach, Camilla. あなたはぬくぬくと教会の保護のもと、それでいいのかしら。どういう意味？確か世間では魔女たちが大変な目に遭ってると思うけど、元はといえば貴様たちが人間の心を惑わしたのが始まりではないか。それが人間の本性なのよ。私たちはちょっと後押ししただけ。さあ、あなたもその本性を見せなさい。 Die lispelt aber auch ganz schön, habe ich so das Gefühl, oder das liegt wirklich an meiner schlechten Tonqualität. Aber egal. Hör doch, Mensch, ich will auf mich Remote, so jetzt aber. Ready? Fight! Ja! やるわね。そう、や。そう。チ、や。や。そう。そこ。はた。くる。はた。はた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 。そこ。はた。くる